Yo, Peeps, willkommen zum Video über meine persönlichen Top 6 Kurzfilme für das West. Warum 6? Weil ich nur 6 irgendwie für mich gefunden habe. Ich weiß nicht wieso. Good job! Es geht um Kurzfilme, die primär auf YouTube hochgeladen und dadurch bekannt wurden. Es gibt natürlich auch so viele mehr, aber ich bleib erstmal bei diesen 6. Anlass dazu ist, dass ein weiterer übercooler Kurzfilm letzte Woche das Netz bereichert hat. Und ich denke mal, die meisten von euch wissen, welchen Film ich meine. Ja, da ich ihn im letzten Video auch schon erwähnt habe. Aber hey, ihr werdet es am Ende sehen. Viel Spaß damit! Im Naruto-Versum spielt mein erster Favorit Dreamers Fight Part 1 von der Thousand Pulse Action Company, die sowieso schon für mega geile Kampfchoreografien bekannt sind. Und an sich ist der Film für mich nicht unbedingt der Oberknaller, da die Schauspieler für mich nicht hundertprozentig passen und die Kameraarbeit ziemlich unsauber war. Aber wirklich dämlich unsauber. Teilweise denkt man sich echt, the fuck passiert da gerade? Aber ich feiere den Film für das Action-Design und den Anime-Stil, den sie mit in die ganze Live-Action-Verfilmung eingebracht haben. Denn bei Anime in Live-Action-Verfilmung muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass der Anime-Stil nicht zu übertrieben lächerlich wirkt oder dass der Live-Action-Film nicht wie jeder andere Live-Action-Film wirkt, weil da zu wenig vom Anime drin ist. Aber gerade das haben die, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt. Thousand Pounds hat mittlerweile einen weiteren Naruto-Kurzfilm raus, wo es um die Auseinandersetzung zwischen Neji und Tenten geht. Meiner Meinung nach sogar besser als Dreamers Fight, weil es kürzer, knackiger und sauberer inszeniert ist. Kagebuchi no Jutsu! Wo wir bei Fanfilmen sind, bleiben wir bei Fanfilmen. It's Muffin Time! Yeah, Power Rangers, motherfucker! Man hört mich ja so gar nicht. Power Rangers ab 18? Was ist mit meiner Stimme los? So kann man den Kurzfilm eigentlich ziemlich gut zusammenfassen, denn der Hollywood-Regisseur Joseph Kahn machte sich an eine dunkle Interpretation der Power Rangers-Saga ran, die chronologisch gesehen nach dem Original Power Rangers spielen sollte. Quasi das Dark Knight der Power Rangers. Entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Schockierend ist er aber für Power Ranger-Fans auf irgendeine Art und Weise, aber alle Male. Warum ich ihn mag? Abgesehen davon, dass es eine coole Was-wäre-wenn-Situation der Power Rangers-Welt wäre, liebe ich die Kameraarbeit und den Look des Films. It's Morphin Time, Motherfuckers! Okay, Leute, Zeit für eine Liebesschnulze. Okay, vielleicht steht hier nicht unbedingt sowas ab. Strangers Again heißt der Film und er erzählt die Geschichte zweier Liebenden und zeigt anhand dieser die verschiedenen Stadien einer Liebesbeziehung. Fast jeder kann sich mit diesem Film identifizieren, denn viele, die schon eine Beziehung durchlebt haben, kennen das. Nur hat man es noch nie so bewusst gesehen und aus diesem Grund hat dieser Film diesen Aha-Effekt. Echt wunderschön erzählt und am Ende berührt er nochmal mit einer gut verpackten Message. Drama für zwischendurch und man lernt fürs Leben. Schaut ihn euch an. Es ist eine Zeit für Kung Fury. Trash vom Feinsten und das Look and Feel des Kurzfilms ist sowieso der Burner. Was soll ich noch dazu sagen? Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Meine Arbeit ist getan. Wow, hast du mein Gesangsmikro gesehen? Okay, ein bisschen komisch, den eigenen Film reinzunehmen, aber ja, With a Piece of Chalk gehört auch zu meinen Top 6 Kurzfilmen. In dem Kurzfilm geht es um einen Jungen, der durch eine schwere Zeit geht, aber einen Weg findet, sein Leben wieder zum Guten zu wenden. Warum er zu meinen Favoriten gehört? Weil wir damit Menschen berührt haben und die Leute dazu inspirieren, zu tanzen oder einer Leidenschaft nachzugehen, die ihnen hilft, ihre eigene Welt aufzubauen. Und weil der von uns ist. Yeah. Und zuletzt kommt unser aktueller Favorit, Darth Maul Apprentice. Motherfuckers, wo ist mein Laserschwert? Sean Boos Herzensprojekt und einer der besten Star Wars Fanfilme, die es gibt. Zusammen mit Vidan hat er einen soliden Streifen mit origineller Action, mega Visual Effects und einem Soundtrack, der dem Film zusätzlich Gänsehautmomente verleiht, erschafft. Auch wenn so einige sagen, dass storymäßig nicht viel dabei ist, steckt mehr dahinter als nur ein Sith, der für sein abschließendes Training Jedis ausschaltet. Gerade die Aktion von Darth Maul, seine Mimiken und Gestiken deuten vieles an, um seinen Werdegang nachzuvollziehen. Wenn auch nicht viel mehr mit direkten Bildern gezeigt wird, wird hier aber eine Menge über Maul erzählt. Schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Alle Links zu den Kurzfilmen sind in der Videobeschreibung. Was sind für euch die Top-Kurzfilme, die für das Web produziert wurden? Schreibt die mir gerne in die Kommentare. Vielleicht sind ja die einen oder anderen dabei, die ich auch selber noch nicht gesehen habe. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, falls es euch gefallen hat. Und alle, die mich noch nicht kennen, klickt auf den Abo-Button. Dann bekommt ihr dafür keinen Keks, aber dafür mehr Videos von mir. Und zu guter Letzt, checkt mal das Video der lieben Kiko ab. Weil so viele danach gefragt haben, hat sie sich auch mal in einem Video versucht und mich gefragt, ob ich ihr helfe, aber ich hab's nicht getan. Ansonsten bis zum nächsten Mal.